runter, hoch, runter, hoch. Abfahrt. Pardo, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Jo, Freunde, grüße euch und herzlich willkommen. Ich grüße euch gerade zweimal, ich mach's einfach nochmal neu. Warte kurz. Grüße. Yeah. Jo, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Spring to Glory Showdown Time. Ich bin mega, mega glücklich, das erste Mal in FIFA 20 auf meinem Kanal SCG Showdown. Und das allererste Mal, mit dem ich das gemacht habe, war Dennis Gaming TV. Jetzt mein erster Gast für den SCG Showdown in FIFA 20 ist Dennis Gaming TV. Grüß dich, Bruder. Grüße, ja, auf jeden Fall. SCG Showdown Zeit. Ich bin auch mega gehypt auf meinem Kanal sowieso. STG Adventskalender, also für die Sprint to Glory Liebhaber von euch da draußen. An der Stelle kleine Schleichwerbung. Checkt gerne bei mir den STG Adventskalender aus, weil da gibt's alles, was das Karrieremodus Herz begehrt. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Was deinen Adventskalender betrifft, Leute, letztes Jahr, also da bin ich, rede ich jetzt sogar wie ein kleiner Fanboy. Das ist zu krass. Ich habe jeden einzelnen Showdown gesehen und ich werde wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder jeden einzelnen sehen. Vom Schlafen gehen, statt Porno schauen, Dennis schauen. Der war gut. Der war echt nicht schlecht. Der war nicht von schlechten Eltern, um ja, so danke. Zu sagen. Auf jeden Fall, bei meinem Part, wir spielen hier Real Madrid. Bei Dennis war es Paris Saint-Germain. Checkt es unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung. SCG Showdown ist wirklich sehr, sehr simpel. Braucht ihr einfach nur zuschauen. Ihr werdet das sowieso checken. Sommertransferphase 20 Minuten und Wintertransferphase 10 Minuten. Wichtig ist auf jeden Fall, ja, so weit wie möglich in jeden Modus zu kommen. Der am Ende gewinnt, der hat gewonnen. Wow, geil. Und der Verlierer muss natürlich etwas verlosen. Checkt auf jeden Fall auch die Social Medias von uns beiden aus. Und ich denke, langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesehen, wir haben circa 188 Millionen Budget. Mannschaft sieht stabil aus, gehören aber trotzdem noch die eine oder andere Position verbessert. Dennis, hast du noch irgendwas zu sagen? Wie viele Daumen nach oben wünschst du dir? Ja, ich würde mal sagen, da auch ein paar von meinem Kanal rüberkommen, mindestens 2000. Oh, das würde mich extrem freuen. Danke 2000 auf jeden Daumen, Fall. Das wäre schon wild. Das wäre echt zu wild. Das wäre Gucci-haft. Das wäre echt Gucci. Das habe ich von Ihnen, Leute. Ich hoffe nicht, dass ich morgen zur Arbeit komme und einfach sage, alles Gucci. Alles also Gucci, den neuen oder was? Drip, den neuen Drip ausleben. Ja, es ist zu krass. Ich würde mal meinen, wir starten, ne? Timer 20 Minuten, wenn Dennis jetzt nichts mehr zu sagen hat. Ne, ich habe nichts mehr zu sagen, ich bin ready. Okay, Timer 20 Minuten. Ab geht's. So Leute, Timer 20 Minuten. 3, 2, 1, boom. 20 Minuten. Da, ja. Ich glaube, ich habe meine Lieblingsaufstellung im Karrieremodus gefunden. Das ist nämlich diese Aufstellung. 4-1-2-1-2 breit. Da gibt es nur einen ZDM und der soll sich um das Ganze kümmern. Das heißt, mein Hauptaugenmerk wird wieder die Offensive sein. So Leute, ich habe jetzt ja fast den ganzen Kader auf die Transferliste gesetzt und jetzt bin ich gespannt. Ich werde nicht jeden Verkauf reingeben, um Zeit zu sparen. Okay Leute, 20 Minuten haben wir Zeit, um diese Real Madrid-Mannschaft noch ein bisschen besser zu machen. 188 Millionen Budget. Und dann legen wir los in 3, 2, 1 und Abfahrt. 20 Minuten Zeit. Als allererstes kümmern wir uns um unseren eigenen Kader. So sieht die Transferliste also jetzt aus. Die ist wirklich randgefüllt mit absoluten Topstars. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen aus Karrieremodus-Perspektive denken. Deswegen auch so Leute wie Rodrigo oder beispielsweise auch Mendy, die gerade eben erst gekommen sind. Die werden auch direkt verkauft, weil wirklich einen Startelfplatz oder einen Platz auf der Bank haben sie nicht. Und ja, das sind so die Namen, die wir verkaufen wollen. Und hoffentlich klappt das alles auch. Erster Verkauf, 59,9 Millionen, Isco zu Arsenal. Können wir ganz gut gebrauchen. Weiß ich, hört sich eigentlich sogar eher weniger an. Wir nehmen auch das Angebot an. Ich habe auch schon so im Kopf die ersten Neuzugänge. Auch Asensio wird gehen zum FC Barcelona für 51,3 Millionen. 94,2 Millionen. Das sind sehr, sehr geile Konditionen für Toni Kroos zu Paris. Vasquez ebenfalls verkauft an Arsenal. Odegaard wird uns ebenfalls verlassen an P. Monte Calcio. Ceballos geht für 30 Millionen. Da war noch irgendjemand, der gegangen ist. Majoral für 13 Millionen. Also wir bekommen 13 Millionen. Jetzt haben wir ordentlich Cash in der Tasche für ordentliche Transfers, Leute. Ich setze mich jetzt dran. Okay, Leute, wir sind auf alle Fälle sehr, sehr gut vorangekommen dafür, dass wir so viele Spieler auf der Transferliste hatten. Ihr seht es hier. Wir haben unter anderem Modric, Bale,
Benzema an Chelsea, Reguilon an Everton, Carvajal an Piemonte Calcio und Odriozola an Liverpool verkauft. Und da sind noch einige am Warten, aber das sind schon ein paar Verkäufe, auch vor allen Dingen für die Summen, die sind alles andere als verkehrt. Und damit auch den allerersten Transfer. Wir greifen direkt richtig tief in die Tasche. Der Wunschtransfer aller Real Madrid-Fans, Kylian Mbappé, kommt für 130 Millionen Euro mit einer Gesamtstärke von 89. Und der nächste Transfer wird ready gemacht. Für die rechte Verteidigung kommt Joshua Kimmich vom FC Bayern. Wir ziehen die Freigabesumme, ne, die nicht vorhanden ist, denn es gibt keine Freigabesumme. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wir zahlen 50 Millionen Euro und tauschen dazu noch Marcelo ein und holen uns Joshua Kimmich. Habe ich einfach nicht getan. Kommt er einfach vom absoluten Erzrivalen Lionel Messi, die Legende vom FC Barcelona. 154 Millionen, glaube ich, waren das. Von den Konditionen müsste sich das alles ausgehen. Wir haben immer noch 335 Millionen und da ist er wirklich, Leute. Wir haben Messi verpflichtet. Krank. Einer meiner Lieblingsspieler, Sadio Mané. Hoffentlich bekommen wir auch diesen Bruder. Ich wette mit euch, die verlangen jetzt über 100 Millionen. 94 Millionen, das geht eigentlich fit. 94 Millionen. Okay, wir nehmen das an. 94,7 Millionen für Sadio Mané. Okay, Leute, es muss alles ein bisschen schneller gehen, weil uns so langsam aber sicher die Zeit ausgeht. Wir holen für die linke Verteidigung Jordi Alba vom FC Barcelona, fürs zentrale Mittelfeld Paul Pogba von Man United und für den rechten Flügel niemand Geringeres als Lionel Messi. Gönnt man sich auch hier und da mal. Okay, Leute, das war's jetzt mal fürs Erste mit der Transferphase. Die Zeit endet auch gleich, um genau zu sein, in ja einer halben Minute. Also ich glaube, da hätte es sich jetzt nicht gelohnt, noch irgendwelche Transfers zu tätigen. Wir können ja mal noch kurz in die Verkäufe reingucken. Da gab es jetzt auch noch ein paar. Ceballos unter anderem an den FC Liverpool und Asensio an den FC Arsenal. Was bedeutet, wir haben immer noch ein Restbudget von 133 Millionen Euro. Dazu dann auch noch ein Kader, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass wir auch noch viele Spieler verkaufen können. Also so Leute wie Isco, James und Co., die haben sich ja alle nicht verkauft. Das ist so ein bisschen schade, aber trotz alledem bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dieser Transferphase. Also Alba für die linke Verteidigung, gut, der ist jetzt schon eins runtergegangen in diese Zeiten. Kimmich für die rechte Verteidigung, Pogba fürs Mittelfeld, Mbappé vorne, Messi rechts. Also das sind schon sehr viele stabile Transfers und dazu haben wir noch so viel Geld übrig und können so viele Spieler verkaufen. Also ich glaube, ich freue mich echt auf den Winter, glaube, dass der krass werden wird und ja, das war jetzt mal so erst die Sommertransferphase und ich bin auf jeden Fall unterm Strich zufrieden. Und dann gucken wir mal, was der Pate so gemacht hat. Ich brauche einen Stürmer, aber mir fällt gerade keiner ein, wenn man einen Stürmer braucht. So Leute, der vermutlich letzte Kauf in dieser Transferphase, Agüero. Ich habe überlegt, Mbappé, aber den hatten wir vorher schon. Ehrlich gesagt, ich möchte gar keinen von PSG kaufen. Weiß nicht, wie es Dennis machen wird. Aber ja, ich möchte neue Spieler haben, die wir noch nicht gesehen haben. Und ja, bei mir war die Wahl Agüero oder Suárez. Und in der Winterpause können wir sogar noch nachrüsten. Sollte irgendjemand verletzt sein. Ja, das war so mein Motiv, dass wir da noch ein bisschen was übrig lassen. 148 Millionen ist noch ein bisschen viel. Okay, Leute, wir sind fertig. Ja, soliden Kader zusammen gebracht. Wir haben noch krasse Spieler auf der Bank. Könnt aber auch sehr, sehr gerne Feedback schreiben. Ich denke, Dennis wird extrem eskaliert sein, aber ich denke, ich frage ihn jetzt einfach mal. So, Leute, ja, wir haben uns jetzt kurz unterhalten. Wir haben beide drei Spieler gekauft. Ist es richtig? Du hattest auch drei, oder? Ja, sogar mehr. Ah ja, fünf und ich habe drei. Auf jeden Fall, Dennis, du als Gast. Du darfst mir drei, gell? Ja, genau drei. Drei Spieler snipen, geht okay. Schon. Okay, drei Spieler. Ich habe die Stürmerposition als erstes. Da habe ich mich für den meiner Meinung nach momentan besten Stürmer der Welt entschieden, nämlich Robert Lewandowski. Okay. Rechtsflügel ist ja auch mit Bale jetzt nicht so ideal besetzt. Da habe ich Salah auf dem Zettel. Und dann auch noch fürs zentrale Mittelfeld Pogba. Keinen der drei. Nee, echt nicht? Keinen der drei. Aber okay. du hast zwei Positionen richtig. Ja. Ich hab einen Stürmer gekauft. Mhm. Agüero. Nicht schlecht. Ich habe einen linken Flügel gekauft. Aha. Sadio Mané. Aha. Ich habe einen rechten Mittelfeldspieler gekauft. Das ist Messi. Okay. Interessant. Interessant. Okay, also du hast fünf Spieler. Fünf Spieler, genau. Was? Um das einfach safe zu sein. Ich sage auch, du hast Messi gekauft. Ich sage
wenn du nicht Messi gekauft hast, hast du Salah gekauft. Aha. Und ich nehme, boah, ist ganz, ganz schwierig. Ich nehme auch Ronaldo. Pato? Wegen Ex-Club. Mhm. Der Moment, ne? Nachdem du Messi gesagt hast. Ja. Kannst du dann da mein Bild groß einblenden und diese GTA Wasted? Wem habe ich? Ja, oder Messi. Wem? Messi. Messi habe ich? Ja. Ja! Darfst du mir dann sagen, wie die Freigabesumme ist? Also wie viel du den kündigen musst? Ich will das echt nicht sehen. Wie viel hast du denn gekauft? Um es im Pato-mäßigen österreichisch zu machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will es gar nicht sehen. Spieler freigeben. Was muss ein Spieler mit einer 94 wert sein? Kannst du schätzen, wie viel es kostet? Ich sage, den Vertrag aufzulösen? Ich sag 35 Millionen. 29. Bam! Oh, 29! Und Messi wird jetzt arbeitslos. Haust du rein. Krank. Er ist weg. Messi ist weg. Leute, kann das verdient aber einen fetten Daumen nach oben, Alter. Ich kann eigentlich aufgeben. Wem hast du gekauft, Alter? Für den Sturm Mbappé. Okay. Fürs zentrale Mittelfeld Pogba. Mhm. Und für die Außenverteidiger Alba und Kimmich. Stark. Und Messi, gell? War mal. Gute alte Zeiten. Krass, Alter. Ich hab mir gedacht, ich muss das machen. Gearscht, ey. Weil entweder Rivale, du kaufst von Rivalen, oder du holst den Superstar wieder zurück, den Helden. Oh, Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie kannst du als Real Madrid-Fan Messi zu Real Madrid holen? Das frage ich dich. Wie kannst du ihn denn eigentlich dann wieder kündigen? Ja, ich bin ja nicht Real Madrid-Fan. Mich juckt das nicht. Ich kündige ihn halt auch direkt danach so. So geil. So sehr interessiert's mich. Ja, das so ist, geil. Schmerz. Alter, ich bin geflasht. Ich bin brennt geflasht. Am ganzen Körper gerade. Und ich würde mal meinen, Freunde, wir simulieren vor bis zum 1. Januar. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Tabellen aussehen in allen Bewerben. Und ich würde mal sagen, ja, bis gleich. Na, Dennis, wie geht's dir, du kleines Süßer? Oh, Leute, Januar 2020. Ich glaube, wir reden nicht um den heißen Brei. Wir gehen gleich auf zurück, ne? Auf jeden Fall direkt. Let's go. Oh. Was bist du? Wie sieht's bei dir aus in der Liga? Ich bin Dritter. Oh, ich bin Zweiter. Ich bin aber auch nur einen Punkt hinterm Ersten, muss man sagen. Also, es ist noch nichts verloren. Ich bin 4 Punkte hinter Barcelona. Okay. Oh Gott, okay. Ja, mal gucken. Ein bisschen die richtigen Schachzüge im Winter und es könnte schon ganz anders aussehen. Ist echt so. Copa España ist das nächste, ne? Ja, genau, Copa de España. Okay. Oder nee, warte. Ich glaube, diese Supercoppa? Ich glaube, diese Supercoppa ist. Was ist das? Ach, das ist auch ein Pokal. Ja, das zählt auch. Das zählt auch. Okay. Beginnt ab dem Halbfinale. Gegen wen spielst du da? Gegen Barca. Ich auch. Oh Gott. Das wird bitter. Das wird echt bitter. Ich drücke immer falsch hin. Okay. Copa España? Genau, Copa de España. Die beginnt, glaube ich, erst. Ja, genau. Das ist erst Runde 1 und so. Das ist wahnsinnig interessant. Champions League. Champions League. Uff. Oh gegen Gott, wen musst du im Achtelfinale? Ich muss gegen Chelsea spielen. Ich muss gegen City. Und danach muss ich wahrscheinlich gegen Barca. Ich bin Zweiter geworden in der Gruppe. Oh, was? Mann, ey. Ich bin ungeschlagen Erster. Ich habe einmal verloren gegen PSG. Oha, bitter, bitter. Ich habe 2 Gegentore. Ich habe 6. Oh. Irgendwer ist gewechselt. Irgendwer hat mich verlassen. Und bei mir ist, ich habe gesehen, Ramos ist verletzt. Und bei mir ist auch Freigabesumme, habe ich gesehen. Ja, irgendwer ist gegangen, ich weiß nicht mal wer. Wer ist gegangen? Ich habe einen Trainer des Monatspreis. Das ist die Isco. 93 Millionen zu PSG. Ich küsse euer Herz, PSG. Für diesen Transfer. 93 Millionen. Ich muss bei mir auch nachschauen dann. Einmal, okay, ich guck nach. Ich wurde nullmal. Danke. Nullmal. Danke für nicht. Odriozolas. Oh nein, Marcelo. Oh. Und Odriozola. Warum sag ich dir das so laut? Ja. Warum sag ich dir das? Ja, das schmeckt. Schmeckt. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, auf welchen Positionen du dich verstärken musst. Oh, Leute, warum bin ich so dumm? 10 Minuten. Ja. Ich schalte den Bruder auf Stumm. Yes. Wir haben einiges zu tun. Genau. Also, let's go.
trägt mit dem Fack. Kick down von Nordest bis Südwest. Sie staunt, die Traum ist gefühlt sich. Kölgore, MVs, Debüt, Rap, Kusi, Chain. So Leute, wieder Timer. 3, 2, 1. Es war echt dumm von mir, dass ich das laut gesagt habe. Ramos ist auch verletzt. Courtois ist auch verletzt. Modric ist auch verletzt. Oh mein Gott. Ich muss irgendwie die Konkurrenz schwächen. So Leute, 46 Millionen Piqué. 43 Millionen für David, aber 70 Millionen für Jordi Alba. Ich musste mir zwei holen, ne? Einfach zwei zur Sicherheit, falls er mir einen rauscrasht. Piqué auch zur Sicherheit. Ein neuer Stürmer würde uns eigentlich auch noch gut zu Gesicht stehen. Auch David Alaba hat das Angebot angenommen. Sehr, sehr stark, Leute. Linksverteidiger brauchen wir uns jetzt gar keine Sorgen mehr machen. Es sei denn, er sagt, ja, ich nehme Alaba und Alba. Das wäre zu bitter. 77 Millionen haben wir noch. 38 Millionen für James. Vinicius für 40 Millionen, das wäre sehr, sehr gut. Den würde ich gleich verkaufen. Holen wir uns einfach den Boy, den Dennis schon genannt hat. Und das ist meine Taktik, Leute. Ich hoffe einfach, dass ihr nicht nochmal nehmt. Leute, ich habe jetzt, glaube ich, mehr gekauft als in der Sommertransferphase, obwohl ich 10 Minuten mehr Zeit hatte. Ich werde Profi. Ich werde noch Profi. Ich bin zufrieden, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Wenn ihr mir den einen wegsnappt, hole ich einfach den anderen. Das heißt, ich habe... Oh, Alarm. Ich bin gerade echt überrascht von meiner eigenen Leistung. Das heißt, ich schalte jetzt mal zu Dennis. Ich bin sehr, sehr neugierig, was er so fabriziert hat. Okay, Leute, 10 Minuten Zeit und die beginnen in 3, 2, 1, let's go. Dann schauen wir mal. Wir haben 190 Millionen Euro Transferbudget. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, holen wir einen Stürmer oder holen wir einen Rechtsflügelspieler? Aber ich tendiere schon eher zu einem Rechtsflügelspieler. Oh yes, das sind die Angebote, die wir brauchen. Nein, warum verlangt ihr so? Nein, ciao. Haben wir so nicht verkauft. Okay, Leute, Transfer Nummer 1 ist jetzt erstmal nicht ein Stürmer oder Rechtsflügel, sondern ein neuer Innenverteidiger. Anstelle von Sergio Ramos, den wir verkauft haben, an Borussia Dortmund, holen wir Virgil van Dijk von Liverpool. Tatsächlich habe ich mich jetzt für das Gegenteil entschieden und nicht einen neuen Rechtsflügel geholt, weil da die Auswahl sehr, sehr gering ist und die Wahrscheinlichkeit, dass Pato mir da einen wegsnipen würde, wäre sehr groß. Ich würde wahrscheinlich Salah holen und... Er würde wahrscheinlich auch Salah auf ein weiteres Mal nennen. Wir holen also Robert Lewandowski vom FC Bayern München, den meiner Meinung nach momentan besten Stürmer, der ja, Top-3-Spieler der Welt definitiv. Also unfassbar, was der momentan alles am Zerreißen ist. Und er wird also unser neuer Stürmer hier. Damit sieht unser Kader zum Ende dieser Transferphase folgendermaßen aus. Wir haben also Lewandowski vorne, Mbappé auf der rechten Seite, Van Dijk in der Innenverteidigung neben Varane. Als, ja, die beiden Transfers, die wir jetzt hier getätigt haben. Gut, es tut natürlich weh, irgendwo Messi für über 100 Millionen geholt zu haben und dazu dann auch noch für 30 Millionen Euro gehen lassen müssen. Aber es ist okay. Dafür Lewandowski und Van Dijk holen ist definitiv in Ordnung. Ich bin gespannt, was der Pato so gemacht hat. Und dann gehen wir jetzt rein ins Snipen. Meine Nase ist voll Cocaine. Hey, 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 mein Bar ist ein Portemonnaie. So Leute, ja, wir haben uns schon abgesprochen. Ich habe 4 Spiele gekauft. Der liebe Dennis hat wie viele? 2. 2. Und jetzt ziehen wir. Jetzt darf jeder einen, richtig? Ne, jeder darf 2. Jeder darf 2. Richtig. Okay, okay. Ich entscheide mich für. Ich weiß halt nicht, ob du das wirklich machst. Für Kevin De Bruyne. Okay. Und ja, ich weiß nicht. Dybala? Ja, ich muss dich leider enttäuschen, mein Freund. Also es ist keiner von beiden geworden. Ich habe mich für den Sturm nochmal verstärkt. Mbappé spielt jetzt auf rechts und dafür ist der Robert Lewandowski vorne im Sturm. Und für die Innenverteidigung habe ich mich auch nochmal verstärkt. Anstelle von Ramos kommt dann halt auch mal so ein Van Dijk. Krank, wie viel hast du denn gekauft? Über 100 Millionen auf jeden Fall. Alter, stark. Okay. Alles klar, dann kommen wir zu deinen 2 Namen. Und ja, ich denke mal, es ist offensichtlich, welche Positionen es sein werden. Ich habe mich für beide Außenverteidigerpositionen entschieden und habe da auch einfach mal beide Liverpool-Außenverteidiger genommen. Sind ja beide relativ gut. Robertson und Alexander Arnold. Oh mein Gott. Bruder. Ja. Ich habe wirklich 2 Außenverteidiger gekauft. Ja, aber offensichtlich. Ich habe, Marcelo wurde verkauft, das weißt du, ja? Mhm, ja. Und ich hatte Angst, dass du Alba oder Alaba sagst. Aha. Ich habe einfach beide gekauft. Damit ich einen behalten darf. Pato-Bubs,
Du kannst keinen Linksverteidiger verlieren, wenn du gleich zwei auf einmal kaufst. Ja, ich wollte halt die Position safe haben. Und was hast du sonst noch geholt? Dann habe ich mir, Ramos ist auch verletzt und habe mir Piqué geholt. Okay, bisschen Masterschwächen und so, man kennt das. Genau, das auch. Und Salah. Salah, okay. Ja, ich war auch am Überlegen, Salah für den rechten Flügel zu holen, aber ich dachte, ja, du wirst irgendwie bestimmt einen haben für den rechten Flügel und deswegen habe ich den Lever genommen. Ich habe extra Salah genommen, weil du mir schon vorher gesagt hast, umgekehrte Psychologie, ja, mein Freund. Ja, das war ein bisschen miese, sonst hätte ich echt Salah genommen. Aber naja, ist okay, trotzdem, Lewandowski ist auch ganz gut. Ja, der ist sehr, sehr gut. Absolut. Wie viel Rating hat der, Bruder? 89. Also Evi Aguero. Okay, ja. Sehr, sehr stark. Bei mir ist Messi jetzt auch im Sturm. Na, ich bin sehr, sehr gespannt jetzt, okay, Leute. Wie jetzt das geht's rein. Kalender, ja. Simulation, Rückrunde. Ich bin heiß. Ich auch. Okay. Let's go. Klar. Dann Juni 2020. So Leute, Juni 2020. Den muss ich jetzt bringen. Der war so schlecht. Porno Dennis. So. Also Leute, Juni 2020, ich bin sehr, sehr gespannt. Dennis, gleich auf Kreis drücken, oder? Ja, gleich auf Kreis, auf alle Fälle. Let's go. 3, 2, 1. Oh. Welcher Platz bist du? Ich bin Meister geworden. Das war's komplett. Ich bin dritter Platz. 101 zu 101 Punkte bei mir. Barca und wir. Ich habe 100 Punkte und bin dritter. 100 Punkte. Ich habe das Leben von Barcelona weggekauft und die sind Meister mit 107 Punkte. Wie geht Leben das? Weggekauft. Die haben sich halt erholt. Kennt man nichts. Wie geht das? Ja, das passiert. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt? Von 20 Dritter, dann habe ich 16 Punkte, ne? Nee, 17. Ich habe 19 oder 17. Okay, fuck. Ja, aber da hast du nichts verloren auf alle Fälle. Okay, Supercopa. Hab ich gewonnen. Ich auch. Das heißt, ein Punkt fürs Halbfinale und zwei fürs Finale, das sind 3 Punkte. 3, oh Gott. Das heißt, es steht 22 zu 20. No. Copa de España. Copa de España, wo bist du da? Gewonnen. Ich bin, Alter, im Achtelfinale gegen Atletico ausgeschieden. Oh mein Gott. Ja, du wichtig. Die Führung. Ja. Wichtig. Ja. Kannst du mich? Ich krieg einen Punkt und du kriegst 2, 3, 4, 6. Oh, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. 26 zu 23 steht's jetzt. Mhm. Okay, mein Lieber. Champions League. Wie sieht's bei dir aus? Oh. Ich hab gewonnen! Ich bin Dix im Achtelfinale ausgeschieden. Du bist so schlecht! Du Mixer! Du Elender! Du bist so ein elender Wichser, ich schwöre es dir. Ich hab gewonnen! Alles klar, ey. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Punkte, das sind 12 Punkte oder so. Wie kann ich dann nicht Meister sein? Ja. Ich bin eh Barcelona, oder? Wir sind ja nicht Real Madrid, oder? Ja, wir sind Real Madrid. Ach du Scheiße. Was denn? Ich hab die ganze Zeit Real Madrid vor, Barcelona vorgelesen. Och, nee. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Warte mal. Warte mal, bei allem jetzt? Nein, nur nicht bei der Meisterschaft. Okay, wir starten wieder kurz und neu. Oh mein Gott. Junge, du bist so raus. Ich lese ey. Barcelona überall vor. Was ist mit mir los? Okay, 19 zu 17 Meisterschaft. Mhm. Supercopa. Bin ich im Halbfinale ausgeschieden. Ja, das sieht ja schon mal besser aus. Das heißt, du kriegst da keinen Punkt und ich krieg 3. Das ist schlecht. Das ist gut. Copa de España. Krieg ich einen Punkt. Bin ich im Halbfinale ausgeschieden. Das heißt, du kriegst 3 Punkte. 3 Punkte, du kriegst einen Punkt, ne? Richtig. So, dann hab ich 20 und du hast 23. Oh Gott. Champions League bist du im Achtelfinale ausgeschieden. Nee, nee, doch, ja, richtig. Champions League bin ich im Achtelfinale ausgeschieden, genau, ja. Du? Ich bin auch im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Chelsea. Gegen Chelsea? Bruder, was ist los bei dir? Ich hab immerhin gegen den Champions League-Sieger verloren, gegen City.
Haben wir beide 0 Punkte? 2, wir haben die Gruppenphase, mein überlebt. Wie schlecht sind wir bitte? Das heißt 25 zu 22. Oh Gott. Och okay. Nee, jetzt wieder dieser Trainer des Monats. Da hattest du 0. Da hatte ich halt nicht mal einen, Alter, scheiße. Aber ich glaube schon jetzt Meister geworden und so. Da wird doch einer mindestens drin sein. Oh Gott, come ich hab on. Einen. Ich hab 2, jawoll! GG, Alter. Schönes Ding, Alter. Selbst mit Messi, selbst ohne Messi. Hier, ich zeig's euch. Messi, der alte arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Wir gucken mal kurz, was macht Lionel Messi, außer arbeitslos zu sein? Wir gucken kurz. 32 Jahre alt. Ja, sitzt du auf der Couch rum. Freier Spieler. Man kennt ihn. Sucht neuen Verein. Ja, keiner will ihn. Kann ich verstehen. Ich hab so Karma kassiert. Ich sag so, du bist so schlecht. Aber ich lese einfach Barcelona vor. Das war zu geil. So er war sich so sicher, und kriegt dann am Ende so einen Schlag ins Face. Absolut, ey. Alter. Ey, und das Team sah eigentlich so geil aus. Ja, ich guck mal kurz. So, bei mir sind Top-Torschützen. Ja, schauen wir mal. Na, Robert, hat nur ein La-Liga-Tor gemacht. Was, echt? Ja. Aber ja, Respekt geht raus an der Stelle, ey, so bitter, Alter. Ich war mir so siegessicher irgendwie, keine Ahnung warum. Aber das war jetzt halt die Revanche gegenüber letzten Jahres. Richtig. Da hast du, glaube ich, auch zweimal gewonnen, oder? Ja, ich habe beide gewonnen, beinahe. Naja, deswegen, also jetzt mal ein bisschen wieder meine Ehre zurückgeholt an der Stelle. Und ich wieder am Boden der Tatsachen, so bitter. Richtig, das schmeckt. Es schmeckt. Ja. Aber Leute, ich hoffe, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht. Mir hat die Aufnahme mit Dennis wie immer extrem Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ihr quittiert das mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr neu sein solltet, ich würde mich über jedes Abo freuen. Und morgen wird natürlich verlost. Folgt mir da auf jeden Fall auf Twitter und Instagram. Dennis natürlich auch. Und ja, dort werdet ihr am Laufenden sein, wann, was die Kriterien sind und so weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dennis hat das letzte Wort. Ciao! Ja, mir hat es auf jeden Fall absolut Spaß gemacht. Mit Pato die Aufnahmen sind immer unfassbar lustig. Also definitiv sehr, sehr geil und unterhaltsam gewesen. Ich hoffe auch, wie gesagt, euch hat es gefallen. Von den Leuten, die hier von mir rübergekommen sind, wirklich lasst dem Pato gerne ein Abo da. Der wird jetzt auch hier im Dezember richtig loslegen. Deswegen supportet den Jungen. Und ja, mir hat es wie gesagt viel Spaß gemacht. Checkt die Verlosungen aus bei Pato, damit ihr vielleicht noch irgendwas abstauben könnt. Und ja, das war's an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao, ciao!